Und als nächstes ist für euch Axel von Wir packen es an da. Danke, hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Axel von Wir packen es an. Wir schicken Hilfetrucks in die griechischen Flüchtlingslager und leisten Nothilfe für Geflüchtete. Vielen Dank, dass ich hier reden kann, weil ich habe eine Vision. Und Helmut Schmidt, ein Parteikollege von Andreas Geisel, der hat mal gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich habe eine ganz praktische Vision. Die Vision ist, wir haben Juli 2020 und Berlin nimmt 8000 Geflüchtete auf. 8000 Geflüchtete aus den griechischen Flüchtlingslagern. Wie komme ich auf diese Zahl? Ich habe einfach mal geschaut, wie sind denn so die Zahlen? Deutschland ist für 20% der Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union verantwortlich. Wenn wir das umrechnen, jetzt auf 40.000 Geflüchtete in den Ägäischen Inseln, wären das eben 8.000 Leute. Und ich glaube, Deutschland und auch Berlin kann endlich mal Verantwortung nehmen für das, was sie angerichten in der ganzen Welt, nämlich Waffen verkaufen, da Leute in die Flucht treiben, Umwelt zu verpesten. Auch die SPD ist da ganz vorne dran mit ihrer Autolobby und Kohlelobby oder irgendwelche dreckigen Deals mit Erdogan und Saudi-Arabien zu machen. Und sowas kommt eben dann von sowas. Und da kann Deutschland schon mal Verantwortung aufnehmen. Und vielleicht erinnert sich die SPD auch mal an ihre antifaschistische Tradition. Willy Brandt war ein Flüchtling. So, und wenn Willy Brandt ein Flüchtling war und auch er damals Zuflucht gefunden hat, dann kann auch Herr Geisel heute mal dafür sorgen, dass Geflüchtete vor Krieg, Elend und Perspektivlosigkeit endlich mal aufgenommen werden in Berlin und in Deutschland. Und wenn dann eben Seehofer der Meinung ist, der Bund wäre verantwortlich und nicht, wie es mehr Rechtsgutachten bisher bestätigt haben, die Länder, dann muss eben mal Rücken gerade gemacht werden und das Ganze vom Bundesverfassungsgericht ausgefochten werden. Aber schauen wir doch mal zur Realität. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Deutschland hat 47 Geflüchtete aufgenommen, davon 10 in Berlin. Das ist ein Treppenwitz, das ist absolut unbefriedigend. Und wenn wir mal die Zahl von Berlin nehmen, Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. Wenn jetzt Deutschland oder beziehungsweise Berlin die gesamten 40.000 Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen würde, wäre das ein Bevölkerungsanstieg von 0,01%. Ich denke, das ist schon zumutbar und überhaupt nicht abstrus. Und wenn wir mal schauen, Herr Geisel, Ihre SPD, welche Haltung nimmt Sie denn ein in der ganzen Asylgesetzgebung? Da gibt es eine lange Geschichte. 1992, 1993, die Älteren unter uns werden sich erinnern, da wurde das sogenannte Asylkompromiss geschlossen mit den Stimmen der SPD, das vor dem Hintergrund brennender Flüchtlingswohnheime in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen, das war eine Katastrophe damals. Damals wurde das erste Mal das Asylgesetz maßgeblich eingeschränkt. Oder wir schauen nach 2003, Dublin II-Gesetzgebung, auch unter einer rot-grünen Regierung. Auf der anderen Seite sagt Ute Vogt, die innenpolitische Sprecherin der SPD, am 6.4. in einem Interview, dass sie dazu aufruft, die Kinder von den griechischen Flüchtlingslagern sofort zu evakuieren. Ich denke, Herr Geisel, da können Sie sich gut anschließen an diesen Aufruf Ihrer innenpolitischen Sprecherin der SPD. Schauen wir nach Griechenland. Wir engagieren uns sehr im Flüchtlingslager Vial auf der Insel Chios. Wie sah es denn da die letzten Wochen aus? Herr Geisel, Sie können gerne mal probieren, mit 1,5 Liter Wasser pro Tag auszukommen. Für Händewaschen, für Körperhygiene und als Trinkwasser. Mal sehen, wie Sie das schaffen. Oder Sie können auch mal versuchen, einen Tag ohne Toiletten auszukommen, wie es die ganzen Leute im Dschungelcamp in Vial machen müssen, beziehungsweise im Lager. Da gibt es 3 Toiletten für 6.000 Menschen. Oder Sie können auch mal versuchen, dieses Essen, was, Zitat, vor dem sich selbst Schweine ekeln, das es einmal am Tag gibt, zu genießen. Vielleicht kommen Sie da zu einer anderen Meinung und werden schon ein Stückchen mutiger mit ihren Maßnahmen, da geflüchtete Menschen aufzunehmen. Oder von der gesundheitlichen Versorgung ganz zu schweigen. Es gibt in allen Flüchtlingslagern auf den Ägäischen Inseln keine oder nur eine sehr rudimentäre medizinische Versorgung. Und das Ganze ist kein Problem, was es nicht abzuschaffen wäre. Die deutsche Regierung gibt 9 Milliarden aus für die Lufthansa, eine umweltschädliche Technologie.
Fluchtursache Nummer eins ist nach wie vor die Klimakatastrophe. Wenn wir also so Fluchtursachen befördern, dann können wir vielleicht auch 9 Millionen ausgeben, um die Lage in den Flüchtlingslagern zu verbessern oder besser, um alle Geflüchteten hierher zu holen. Und wenn von Solidarität gesprochen wird, wie in diesen Tagen in Zeiten von Corona, dann ist meistens weiße Solidarität gemeint, keine Solidarität länderübergreifend, über Grenzen hinweg. Da wird meistens von Solidarität nur in Deutschland gesprochen. Und gerade die SPD hat viele Arbeiterinnenlieder. Da wird von der internationalen Solidarität gesprochen. Herr Geisel, Sie haben die Möglichkeit, das einfach mal umzusetzen. Die Verse aus Ihren Parteiliedern können Sie jetzt Wirklichkeit werden lassen. Ich war im Januar in Thessaloniki in einem Flüchtlingslager. Und auch das ist mir heute mal wichtig zu sagen. Moria ist die Hölle. Das weiß ich. Es gibt aber noch andere Hotspots, die oftmals nicht in den Medien auftauchen. Es gibt Chios, es gibt Samos und auch die Lage auf dem Festland ist meistens nicht besser. Und da habe ich mit einem jungen marokkanischen Flüchtling gesprochen. Und er sagte zu mir, Flucht ist ein absolut tödliches Vorhaben in Europa. You play with your life. Und das ist eine Katastrophe angesichts dessen, dass die Europäische Union 2012 einen Friedensnobelpreis bekommen hat und dass auch Herr Geisel immer mal wieder von europäischen Werten redet. Die SPD hat es in der Hand, sie ist Regierungspartei im Bund und im Land. Da hat sie das Innenministerium, im Bund hat sie das Außenministerium. Sie kann da leicht was ändern daran. Und 300 Geflüchtete, wie es gestern durch die Presse ging, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das kann nur ein erster Anfang sein. Deswegen fordern wir von Wir packen es an, die sofortige Evakuierung der griechischen Flüchtlingslager. Das ist machbar, das ist überhaupt nicht abstrus. Und wie toll wäre das, wenn Berlin als weltoffene Stadt, als liberale Großstadt verkünden könnte, hey, wir nehmen jetzt alle 40.000 Geflüchtete auf, das ist durchaus machbar, wir tun es einfach. Vielen Dank.